Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Elektrobeiß, meine Lieben. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, ein Typ-2-Kabel zu gewinnen. Wir verlosen nämlich zusammen mit mtgo.de ein Typ-2-Kabel, der 5 Meter lang ist. Alles, was ihr dafür tun müsst, auf Instagram den Account von mtgo.de und meinen Account abonnieren, den Post liken und unter dem Post einen Freund oder Freundin markieren. Das solltet ihr aber auf beiden Accounts machen, ganz wichtig. Der Gewinner oder die Gewinnerin, die wird von mir bei einer der nächsten Videos, wenn es dann soweit ist, veröffentlicht. Der oder die Glückliche, ich wünsche euch jetzt schon viel Glück dabei und viel Spaß im Video. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen zusammen. Aschkem, wo geht's denn erstmal? Endlich! Salzburg, wir kommen! Salzburg, wir kommen. Nicht nur Salzburg, Hallstatt und Wien. Richtig. Wir nehmen euch mit in diesem Video nach Österreich von Köln, Salzburg, Hallstatt, Wien und wieder zurück nach Köln. Das werden einige tausend Kilometer. Richtig. Wir hoffen, ihr bleibt schön dran und genießt mit uns die Reise und die ganzen Städteinfos. Und unser MG begleitet uns heute. Genau. Und da es unser erster großer Roadtrip mit dem MG wird, werden wir euch natürlich zeigen, was da alles reinpasst. Ta-ta-ta-ta! Nas hat natürlich fleißig gepackt. Oh-oh. Also. Na, ich sehe schon, die Kommentare kommen. Nein, wir ziehen nicht um. Wir wollten euch einfach nur beweisen, wie viel da tatsächlich reinpasst. Und ja, da würde noch eine Menge mehr reinpassen. Da sind zwei große Koffer, ein mittlerer Koffer, ein kleiner Koffer und eine Tasche und einige Jacken und eine Kuscheldecke. Falls warum nicht, wenn es passt? Es ist kalt, es ist 7 Grad Außentemperatur, genau. Nasse Fahrbahn, Regen, es ist 8 Uhr morgens. So, Kaffee an der Stammtanke und dann, wir haben 95% im Akku, aber zeige ich euch alles gleich. Ja? Bis gleich. Bis gleich. So, jetzt sitzen wir im Auto, wir sind bereit, Kaffee ist geholt. Genau. Ich lese gerade ganz fleißig eure Kommentare durch mit unserem Video Tipps und Tricks. Übrigens, wer dieses Video sieht, guckt euch das Video an mit unseren Tipps und da sind nämlich so viele weitere wertvolle Tipps von der Community. Super. Unbedingt lesen. Super. Deswegen finde ich ja die Community so toll und umso mehr freuen wir uns auf unser Community-Treffen in Salzburg. Ja, es haben sich schon einige angemeldet. Ich bin gespannt, wie das in Österreich wird. Genau. Und ansonsten 1. April, Kamener Kreuz, NBW Ladepark, Kamen Carré 12 oder 8, aber das ist nicht zu übersehen, Leute. Ne? Hoffentlich kommt ihr. Aber jetzt, wo laden wir? Ich habe mir eine Ladeplanung schon gemacht, ja, bei A Better Route Planner. Das Auto kann ja nichts. Ich habe mal geguckt, was es für Lader gibt und wir würden mit Ionity recht gut klarkommen. Habe mir als letztes Ziel schon eins eingegeben. Also erster Ladestopp bei Ionity Rottgau. Das sind von hier aus 213 Kilometer und ich lasse das Auto navigieren. Die Verbrauchsdaten habe ich jetzt zurückgesetzt, alle, ja, und ich bin gespannt, wie das am Ende unserer Reise komplett so aussehen wird und ich würde sagen, kann losgehen. Es fängt ja schon gut an mit dem Wetter, ne? Was sagst du? Werden wir verschont vom Regen? Also normalerweise regnet es immer, wenn wir Richtung Norden fahren. Ne? Aber gut, okay, diesmal geht es Richtung Süden. Ich hoffe, es wird trotzdem ein paar sonnige Tage kommen. Hoffe ich auch. Also bei so einem Wetter, ihr wisst es ja, wir haben es ein paar Mal gemacht. Macht es nicht besonders Spaß, was uns natürlich nicht davon abhalten wird, es trotzdem zu tun. Aber bei so einem Wetter sollte man eigentlich nur unter einer Decke zu Hause bleiben oder ins Kino gehen. Was macht ihr eigentlich bei so schlechtem Wetter und ihr habt frei? Ja? Wir haben früher das immer so gemacht, dass wir, wie Nas schon erwähnt hat, meistens ins Kino gegangen sind, aber das waren noch damals alte Zeiten. Wir hatten nämlich damals einen Kiosk. Viele von euch wissen, das weiß keiner von euch. Nein. Wir haben in Köln 3 Jahre lang einen Kiosk gehabt, erzähl mal gleich. Ja, zwischen 2000 und 2003 und unser einziger Luxus war wirklich, wir waren besessen damals, mindestens einmal in der Woche ins Kino zu gehen. Ja, das war wirklich unser einziger Freizeit und unser, wie sagt man das? Highlight der Woche. Ja, morgens 6 Uhr Laden öffnen, abends um 23 Uhr schließen und das 6 Tage die Woche. Und sonntags war dann eine Aushilfe da. Ja. Und Leute, glaubt mir, mit 25 hält man das aus, aber nie im Leben könnte ich das nochmal machen. Du warst 25, ich war 21. Also ja, wirklich, mit 21 120.000 D-Mark haben wir damals Kredit aufgenommen, ja, und das gemacht. Also ja, das ist
brutal, oder? Ich 21, du 24, glaube ich. Was war das Schönste an dem Job? Abends? Genau, das Geldzählen. Das Geldzählen hat echt Spaß gemacht, aber das waren einfach nur Höllenarbeit. Und wer hat das Geld bekommen? Die ganzen Bank. Zwischenhändler, ja, die Bank. Das hat dann wieder wehgetan. Wir haben einfach nur jeden Abend so viel Geld in den Händen gehabt, aber die uns nicht gehört hat. Um es von A nach B zu bringen. Genau. Wirklich. Und ein bisschen ist zwischendurch halt übrig geblieben. Aber was sich nicht rentiert hat. Genau. Es war wirklich eine Arbeit, Knochenarbeit. Ja. Man hat schon was verdient natürlich, aber ne, würde ich niemandem raten, Leute. Die Zeiten sind harte, vorbei. Harte Zeiten. Also genau. Wir haben wirklich viel, viel, viel erlebt hier in unseren jungen Jahren. Wir sind aber immer noch jung. Ne? Und genau. Auf jeden Fall, ja, das war ja eine lustige Zeit. Ja. Übrigens, was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, Tadets Liebe zu den Croissants hat dort angefangen. Wir haben damals halt einen Backofen gehabt und auch Nougat-Croissants. Oh mein Gott, waren sie lecker. Wir haben damals von Leckerland Croissants bekommen, tiefgekühlt, Tiefkühlware, die man dann morgens aufgebackt hat. Wie das schon geduftet hat, wirklich. Jetzt kriegt jeder Lust auf Croissants. Ich auch. Und Kaffee-Croissants, wir haben damals noch geraucht, ne? Direkt. Beste Frühstück überhaupt. Mann, haben wir ungesund gelebt. Auf jeden Fall, so 2-3 Stück hat der schon verdrückt. Damals, ne, war er ja auch ziemlich stattlich gebaut. Genau. Hier. Viele denken ja, ich liebe Schoko-Croissants. Nein, eigentlich sind es Nougat-Croissants, die ich über alles liebe. Ja. Schoko-Croissant kommt auf zweiter Stelle. Aber kriegt man nicht überall die Nougat-Croissants, leider. Leider nicht mehr. Vor allen Dingen nicht in der Form wie damals. Ja? Und vor allen Dingen, wenn sie frisch vom Backofen kommen, dieser Geruch. Ja. Oh, oh Gott, ich krieg wieder. Okay, wo ist die nächste Tankstelle? Ja. So, nach 210 Kilometern mit 20,4 Kilowattstunden im Schnitt angekommen, mit 24% unser erster Ladestopp hier bei Rottgau Ionity. Ja, ich hatte einen Schnitt von 100 km/h, das ist sehr gut. Ich würde sagen, jetzt ab an die Säule. Ungefähr 50 Kilometer weiter entfernt von hier hätte ich auch die Möglichkeit bei Fastnet zu laden oder 40 Kilometer, was auch immer. Aber bei Ionity lade ich mit meiner Elli-Karte halt für 35 Cent die Kilowattstunde. Deswegen nutze ich die Gelegenheit, auf dem Weg dahin nur bei Ionity zu laden und nehme dann die Wartezeit dafür in Kauf. Aber wie ihr sehen könnt, jetzt muss ich den Stecker hochhalten, weil er keine Verbindung aufbaut. Das ist typisch Ionity hier. Also ich kann euch immer wieder den Rat geben, ihr müsst den Stecker hier einmal hochhalten, bis die Kommunikation klappt. Ja, unsere erste Langstrecke mit dem Mach-E, wollte ich sonst schon sagen, mit dem MG4. Ich bin gespannt, wenn wir wieder in Deutschland zurück sind. Wir werden mit Sicherheit so um die 2.500 Kilometer machen. Und ja, schaut mal. Also bis jetzt macht er sich wirklich gut, was die Ladeleistung angeht. Aha, was machen wir hier? Tea time. Oh ja, schön warm. Ohne Zucker natürlich. Ich spare mir die Kalorien für die Salzburger Nocken und wie war das noch? Kaiserschmarrn, genau. Dafür spare ich mir jetzt Kalorien auf. Also was soll ich sagen? Schaut mal, 53% und der MG5 zieht hier 145 kW. Das ist echt klasse, Leute. Ich bin so zufrieden mit der Ladeleistung. Da können sich die anderen Hersteller davon eine Scheibe abschneiden. Das garantiere ich euch. Und die Vorkonditionierung habe ich nicht gebraucht, weil ihr seht ja selber. Schaut mal, 54% und er hält immer noch seinen Peak. Geil. So, mit 74% und nach 19 Minuten geht's weiter für uns. Und
Dritte Ladepause hier. Wo sind wir denn? In Stammham nennt sich das hier. Und wir haben jetzt 165 Kilometer gemacht mit einem Durchschnittsverbrauch von 20,1 Kilowattstunden. Und das Gute hier ist, bei Ionity, hier bei dieser Raststätte, gibt es 6 Ionity-Lader. Und immerhin besser als 4 und 3 sind frei. Na? Richtig. 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden. 3 Bälle sind frei, oder wie war das? Ich weiß es nicht mehr, ich weiß, was du meinst, ja. aber mir fällt jetzt die Melodie auch nicht mehr ein. Ich meine, ich bin jetzt gerade aufgestanden. Ja. Genau. 1, 2 oder 3, genau, dieses Blopp. Genau, Mats hatte gerade ihren Schlaf, Schönheitsschlaf. Und was für ein Schlaf. Mit so einem offenen Mund wie immer. So, jetzt mal laden hier. Super. So, ihr Lieben, wir haben jetzt unser Auto angeschlossen. Die eine Säule wollte nicht so richtig. Jetzt lädt unser MG hier fleißig seinen Peak sogar, ne? Das ist auch okay. Ich werde ihn diesmal hier auf gute 90% hochladen, weil ich den nächsten Stopp überspringen möchte und von hier aus direkt nach Salzburg rüberspringen möchte. Normalerweise möchte a Better Route Planner, dass ich noch einmal halte irgendwo, aber ich zeige euch das mal kurz. Also, schaut mal bitte. Wir sind jetzt hier bei Köschinger Forst West und laut A Better Route Planner sollen wir nach 117 Kilometer bei Holzkirchen Süd Ionity nochmal halten. Ich sage aber, ich lade das Auto hier auf 90 oder 95 hoch und fahre dann direkt runter nach Salzburg. Denn von hier aus sind es dann insgesamt 230, 235 Kilometer. Wenn ich ihn auf 90, 95 hochlade, Autobahngeschwindigkeit, dann schafft er das locker, weil er hat jetzt bei den Temperaturen eine Autobahnreichweite von knapp 300 Kilometern, 310, 320 Kilometern, wenn ich 120 Tempomat fahre, und das schafft er locker. Ja, so machen wir das. Das heißt also von Köln aus dreimal laden und dann Ankunft in Salzburg, und es gibt gleich eine Roomtour, definitiv. Wir haben unser Hotel gebucht in Salzburg, das zeigen wir euch. Wir laden erstmal hier und wir haben hier Abonnenten getroffen, hier aus Fürth, Christine und Micha. Nas unterhält sich gerade mit denen, die sind nämlich in der Nähe von Nürnberg und unser Nürnberg-Video auch gesehen. Und ja, jetzt gibt es eine kleine Unterhaltung. Unsere Community ist die beste, sage ich ja immer wieder. Ihr bleibt schon dran. Willkommen Österreich, nein, willkommen in Österreich, würde ich sagen, oder? Und schon passt sich die Natur den Begebenheiten an hier. Also für mich, für uns ist es das erste Mal, dass wir jetzt in Österreich sind, oder? Ja, als Kind bin ich schon des Öfteren hier durchgefahren. Ja, durchgefahren. Auf dem Weg. Das zählt nicht. Das zählt nicht, genau. Mit einem Transit meistens. Typisch türkisch. Sechs Kinder, ja. Hinten wurden Betten gemacht und so weiter und so fort. Ja, genau. Ja. Was so das dazu gehört hat. Früher waren die Flugtickets immer teuer. Da sind die Türken immer mit dem Bus gefahren meistens. Es gab so Reisebusse, so wie heute Flixbus und so weiter, wie die alle heißen. Und das war ein Abenteuer, Leute, ja. Alle türkischen Zuschauer unter uns verstehen ganz genau, was ich meine. Oder halt mit dem eigenen Auto, ja. Mein Gott, da halt die meisten nicht nur ein oder zwei Kinder hatten, hatte fast jeder ein großes Auto, genau. Bus, Ford Transit, Ford Transit. Was es alles gab. Oh Mann, geil. Das waren noch Zeiten. Ja, und jetzt reisen wir elektrisch, ne, und gucken mal, was Österreich zu bieten hat. Wien, Linz, Graz, Villach, Salzburg. Das sieht doch schon mal gut aus. Nur was nicht gut aussieht, ist das Wetter. Ja, genau. Das Wetter begrüßt uns leider nicht so gut, aber ab übermorgen soll es besser werden. Geschafft. Wir sind jetzt in Salzburg angekommen. Wir waren eigentlich schon vor 10 Minuten da. Ich durfte aber und konnte bzw. nicht vor dem Hotel anhalten, weil es mitten in der Fußgängerzone sozusagen ist, ja. Aber ich zeige euch jetzt erstmal unseren Durchschnittsverbrauch. 19,8 Kilowattstunden in 714 Kilometern Autobahnreichweite. 700 Kilometer auf der Autobahn und 19,8 Kilowattstunden bei extremen Wind und Regen, finde ich gut. Kann ich sehr gut mitleben. Jetzt würde ich sagen, erstmal einchecken und gleich gibt es eine Roomtour. Hallöchen. Ja, Servus. Servus, genau. So, Zimmer Nummer 206. Wie sieht's aus? Aşkım benim. Schön, schöne Farben, warme Farben. Mhm.
Ne? So wie wir es mögen. Genau. Und was fällt auf? Schaut mal, wo wir sind. Mozartkugel, Schokolade. Aber wir werden morgen das Original essen. Genau. Kaffee Fürst nennt sich das, glaube ich. Und das ist das Einzige, was sich als Original-Mozartkugel nennen darf. Genau. Das werden wir morgen natürlich kaufen und probieren. Richtig. So, ich würde sagen, genau. Jetzt umziehen und... ganz kurz noch Roomtour. Ach so, ja, genau. Badezimmer. Was haben wir bezahlt? Was haben wir bezahlt? Ich glaube... 100, ich blende es euch ein, was ich bezahlt habe, aber auf jeden Fall sauber. Ne? Dann haben wir hier noch ein Schränkchen und unser Bett. Auf jeden Fall, Parkplatz kostet 16 Euro für 24 Stunden. Ja? Das Hotel liegt sehr zentral hier am Bahnhof. Kann ich euch gerne noch mal zeigen. Sekunde, schaut mal. Da kommt der Zug an. So. Also es hat uns erstmal abgeschreckt. Tarek hat hier schon gesagt, wir hatten keine Ablegemöglichkeit, aber einmal um das Hotel rum und links sind wir direkt in die Tiefgarage reingekommen. Genau. Und da war alles auch begehbar. Also ja, wir mussten keine Koffern schleppen, gar nichts von der Tiefgarage aus. Gab es einen Aufzug, wenn man den Schildern gefolgt ist. Und ja, bei dem ganzen Gepäck wäre es nämlich problematisch, irgendetwas zu schleppen. Genau. Und das hat sich erübrigt. Definitiv barrierefrei, ob jetzt körperlich behinderte Leute oder halt Kinderwagen und so weiter, kein Problem. Allgemein soll Salzburg, was das angeht, sehr, sehr gut sein, aber wir werden es euch noch berichten. Genau, und gleich gibt es ein paar Impressionen, wie das abends aussieht und den Rest machen wir morgen. Und wir haben jetzt Hunger. Wir Hunger. Gucken jetzt, wo wir was kriegen. Genau. So, wir befinden uns jetzt auf der Salzach, auf einer Brücke, ja, am Fluss. Von dort sind wir jetzt gekommen, von der anderen Seite. Und da oben seht ihr schon den Mönchsberg, ja. Da ist auch die Altstadt, die Festung da oben. Und hier ist nass. Wir werden euch natürlich morgen alles bei Tageslicht auch zeigen. Aber schon mal ein paar Impressionen bei Nacht für euch. Und jetzt sind wir hier auf der berühmten Getreidegasse in Salzburg. Und natürlich werden wir auch morgen hierhin nochmal kommen. Aber abends die Atmosphäre hier einzufangen, ist auch nochmal was ganz Besonderes. Ja. Sieht sehr, 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 sehr schön aus. Auf jeden Fall. Also wir haben so ein schönes Lokal gefunden hier. Ein Italiener namens Patrizio Fellini. Patrizio. Einfach nur... Eine Verwandtschaft mit Federico Fellini hat. So, ich habe mir Pizza bestellt, ne? Tomatensuppe, Pizza. Du hast hier Salat bestellt. Richtig, ja. Wir müssen ja die Kalorien für das andere sparen. Und dann habe ich mir noch eine Vorspeise bestellt. Werdet ihr sehen, ich habe den Namen jetzt vergessen. Genau. Aber ja, Ambiente ist toll, alles super freundlich. Gefällt uns sehr gut. So, Essen ist fertig, hat wunderbar geschmeckt. Einen herzlichen Dank an die Jungs oben. Also hat echt super, super, super geschmeckt. Und sie haben mich gerettet, weil meine Haare haben sich in meine... Haben sich verfangen hier an dem Knopf hier. Ja. Wir haben zu dritt gekämpft. Wirklich. Und Tareks beste Idee war, mir die Haare abzuschneiden. Wollte eine Schere haben. Dann habe ich gesagt, ey, ich schneide den Knopf ab. Was willst du von meinen Haaren? Und der Kellner war auf jeden Fall sehr, sehr bemüht, meine Haare ganz zu lassen. Ja, ist sehr gut. Wir haben den Knopf abgerissen und ist gut. Aber Leute, Patrizio Fellini, bene. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, der nächste Morgen in Salzburg und wir fangen natürlich direkt an, bevor es in die Altstadt geht, mit dem... Mit dem Mirabellgarten natürlich. So machen es die meisten, deswegen machen wir das auch. Die führt nämlich unmittelbar in die Altstadt und ja, wir schauen uns das jetzt gemeinsam an.
Ja, natürlich haben wir eine kurze Pause eingelegt und sind in den Miravel Schloss reingegangen, weil wir unbedingt den Marmorsaal euch zeigen wollten. Leider findet da gerade eine Feier statt und deswegen konnten wir da nicht reingehen. Aber allgemein, das Foyer und hier die Treppen komplett ist doch wunderschön gewesen. Allein deswegen hätte es sich gelohnt, reinzugehen. Absolut. Also unbedingt auch in das Miravel Schloss reingehen und den Marmorsaal versuchen zu sehen. Ja, und hinter mir befindet sich der wunderschöne Pegasusbrunnen. Und ich glaube, die haben das mit dem Trevi-Brunnen verwechselt und irgendwelche Leute haben hier Münzen reingeworfen. Also, falls ihr Kleingeld braucht. Moment, ich ziehe mich gerade aus und spring mal rein. Lohnt sich nicht. Im Trevi lohnt sich das eher, aber genau. Da werden wir verhaftet. Ja, apropos Trevi-Brunnen Rom, da geht es im Mai hin, Leute. Wer noch nicht getan hat, Kanal abonnieren unbedingt, weil wir fahren mit dem Fiat 500 nach Rom von Köln aus und Italien allgemein. Wir werden die wunderschöne Ligurienküste für euch und mit euch gemeinsam erkunden und euch nochmal zeigen, wie wunderschön das dort ist auch. Ja. Ja, also bei uns ist es auch schon sehr lange her, dass wir da nicht mehr waren. Wir freuen uns riesig. Ja, also auf Elektrobeiß wird es nie langweilig. Dranbleiben. Das Erste, was man mit Salzburg in Verbindung bringt, ist natürlich Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, das Wunderkind. Gleich geht's zu seinem Geburtshaus, aber vorher wollten wir euch noch sein Wohnhaus zeigen. Tadam! Ja, ihr wollt den Beweis dafür, dass es Außerirdische gibt? Ach, es gibt sie nicht nur, die sind sogar hier in Salzburg gelandet. Guck mal! Einen haben die damals sofort erlegt und hier stellen sie es aus. Genau, und zwar mitten auf dem Makartplatz. Direkt neben Mozarts Wohnhaus. Das wurde damals als Kunstobjekt hier aufgebaut und ich weiß nicht, was es darstellen soll, aber ist auf jeden Fall anziehend. Man möchte es von der Nähe betrachten. So, gestern Abend standen wir hier am Salzach und das ist die Brücke der Verliebten. Ja, wieder mal so ein Hype. Kitschige Schlossgeschichte. Ja, mein Gott, lass doch die Brücken endlich mal in Ruhe mit den Schlössern. Mein Gott, der Witz ist endlich raus, Leute, ja. Aber der Salzach, wie gesagt, und hinter uns der Mönchsberg, oder? Genau, das ist der Mönchsberg und Kapuzinerberg, weil es ja, ist, glaube ich, auf der anderen Seite. Und die Festung da und oben. Und die Festung. Und die Altstadt ist da auf der linken Seite vom Salzach, da laufen wir jetzt wieder hin, ja. Aber wir beginnen unsere Tour da hinten, nämlich am Anfang der Getreidegasse. Leute, ich bin gerade so entsetzt. Einmal zeigen, worum es geht, bitte. Hier hängt ein Schnuller, ja? Ich weiß nicht, wie lange der schon hier hängt. Okay, und ich weiß nicht, ob die Eltern das mitbekommen haben. Aber anscheinend schon. Warum hängt man einen Schnuller da auf? Da ist gerade tatsächlich ein Kind reingegangen und hat da dran genuckelt. Wenn es mein Kind gewesen wäre, ich hätte ihn direkt in Salzach reingestopft. Oh mein Gott, oder ohne Cologne. Warum hängt man Schnullers hier auf? Ja, furchtbar. Oh mein Gott. Ja, Kinder. Kinder sind immun gegen alles anscheinend. So, wir sind jetzt hier direkt am Anfang der Getreidegasse in Salzburg, wo wir gestern Abend schon waren. Ja, Aschke. Und die laufen wir jetzt entlang. Gemeinsam mit euch durch und werden euch den einen oder anderen speziellen Laden noch zeigen. Ja, wir haben jetzt ganz kurz die Getreidegasse verlassen, weil es gibt so viele verlockende Innenhöfe
Und wir haben uns gedacht, wir können ja gleich wieder zurück zur Getreidegasse und sind jetzt neugierig, was uns erwartet. Kommt mit. Ja, und was haben wir hier? Wir stehen jetzt mitten auf dem Universitätsplatz und es ist heute Markttag. Grüner Markt nennt sich das übrigens hier. Und natürlich noch zu erwähnen, wie spektakulär und wunderschön die Universitätskirche aussieht, oder? Im barocken Stil allgemein gehört ja die Altstadt von Salzburg seit 97 zur UNESCO-Weltkulturerbe. Und die Barockstadt ist einfach spektakulär schön und unbedingt sehenswert. Zurück auf der Getreidegasse befindet sich hier dieser Laden, RF Zwanger. Das ist Salzburgs ältester Laden. Und falls ihr Mitbringsel oder sowas braucht, kriegt man da alles. Da gehen wir mal hier zusammen rein. Ja, und auf der Getreidegasse Haus Nummer 9 befindet sich hinter mir das gelbe Haus, nämlich das Geburtshaus von Wolfgang Amadeus Mozart. Hier hat Mozart gelebt, bis er 26 war, bis er zu seinem Wohnhaus umgezogen ist, was ihr schon eben gesehen habt. Der Eintritt kostet hier, weiß ich jetzt nicht, ich kann es euch gerne einblenden, aber wenn ihr in Salzburg mehr Zeit mitbringt, ja einige Tage und die ganzen Museen oder die Festung und so weiter noch besuchen möchtet, können wir euch nur zu der Salzburg-Karte raten. Die kostet für 24 Stunden 29,90 pro Person. Damit könnt ihr überall rein, ja, und noch den öffentlichen Verkehr gratis benutzen. Also wären wir nur einen Tag länger hier gewesen, hätten wir uns die Karte auch definitiv geholt. Ja, aber genau. Für einen Tag lohnt es sich für uns nicht, Museen zu besuchen, weil wir dann nichts von der Stadt sehen würden. Genau. Insofern haben wir das jetzt nicht gemacht. Dafür nehmen wir euch jetzt hier mit. Komm. Jetzt am Altermarkt in Salzburg und hinter mir seht ihr das kleinste Haus Salzburgs, beziehungsweise ihr könnt es nicht sehen. Schaut mal da, Leute. Dann schafft es, ein Haus zu verdecken. Genau, weil das Ding ist nur 1,42 Meter breit, ja, und wurde im 19. Jahrhundert erbaut, aber steht bis heute noch ganz stolz und komplett da. Und am Altermarkt befindet sich noch die älteste Apotheke Salzburgs hier. Schaut mal, Leute. Die Tür sogar noch ganz original und da drinnen das ganze Mobiliar. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ja, Wahnsinn. Sehr originell noch alles. Sehr rustikal. Sehr schön aus, diese ganzen Verschnörkelungen und so weiter. Entzückend. Eigentlich sagt es ja schon der Name Alter Markt. Jetzt weiß ich, was sie damit meinen. Älteste Apotheke, älteste Café aus noch nicht mal Salzburg, aus Österreich befindet sich hier Café Tomaselli. Vielleicht gehen wir da rein, mal schauen. Ja, ein Cappuccino 50 Euro mit Sicherheit, weil daneben Prada, Louis Vuitton, Hermès. Jetzt schon. Oh mein Gott, Leute. Mal schauen. Ich nehme nur ein Glas Wasser. Leitungswasser. Funktioniert dann so, man nimmt diesen Löffel in die Milch rein, lauter wird es zur Mandelmilch. Das ist das. Ach so. Genau, einfach nur den kleinen. Okay. Bitteschön. Vielen Dank. Gerne. Also wir haben jetzt natürlich hier in dem Café Platz genommen am Altermarkt. Ja. Das hat sich Mandelmilch geholt. Genau. Was Originelles wollte ich mal ausprobieren. Ja. Ich lebe ja mittlerweile gesund. aber das Personal ist so super freundlich hier. Ja. Hat alles schon erklärt, uns gezeigt. Das Beste ist, obwohl das so stark besucht ist und total voll ist, ja, nehmen die sich die Zeit. Ja, genau. Das ist der Wahnsinn. Also, wunderbar. Kann man nur empfehlen. Mein Gott, jetzt kommt auch noch die Sonne raus hier. Also, Tarek hat mir gerade eine Pferdekutsche bestellt. Ja, genau.
aber schön, oder? Café Tomaselli. Sehr originell, sehr schön. Und tatsächlich haben wir ein paar negative Bewertungen darüber gelesen, was wir überhaupt nicht nachempfinden konnten. Also lasst euch nicht immer davon beirren, sage ich mal. Kommt wahrscheinlich immer drauf an, welche Saison es ist und so weiter und so fort. Also wir können es nur empfehlen. Und? Dieses Café hier ist in fünfter Generation immer noch unter gleicher Familien. Tomaselli. Also fünfte Generation. Die Preise sind natürlich stolz. Ich habe jetzt für einen Cappuccino 5 Euro bezahlt. Sie haben für einen Mandelmilch 5 Euro bezahlt. Aber Leute, das sind... So ist das nun mal heutzutage, ja? Die Zeiten, wo das Ding mal 2 Euro gekostet hat, die sind vorbei. Ja? Aber jetzt geht's weiter. Es geht nämlich auch um die Mozartkugel. Richtig, die holen wir uns jetzt. So, eins der berühmtesten Cafés, wo man die Original-Mozartkugel bekommt, das ist nämlich Café Fürst hier in Salzburg, ja? Und ihr werdet es nicht glauben, die tun täglich bis zu 10.000 Mozartkugeln produzieren. Wahnsinn. Das ist doch der Wahnsinn. Wahnsinn. Oder? Und hier am Altermarkt befindet sich auch eine Filiale von Café Fürst. Und schaut mal, so sieht das hier aus im Original, die Mozartkugel. Selbstverständlich werden wir uns jetzt hier ein paar. Ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich kein Fan von Mozartkugel, aber ich habe gelesen, dass das nicht so schmeckt wie aus dem Supermarkt. Allein um den Vergleich zu haben, werde ich es natürlich kaufen. Ich esse die Dinge eigentlich immer sehr gerne und bin jetzt echt gespannt, wie das hier speziell schmeckt. Ja, genau. Komm. Danke, tschüss. So. Erzähl, was hast du bezahlt? Also, Moment, ich zeig dir, was ich geholt habe. Erstmal eine Viererpackung für 9 Euro. Okay. Eins gehört mir, drei gehören dir. Okay, ja, sowieso. Was denn sonst? Was sowieso? Normalerweise ist es immer umgekehrt. Aber ich mach das Ding jetzt sofort auf, ja. Und wir probieren das jetzt mal gemeinsam. Sekündchen. Teilen wir uns eins? Ja. Oder kriege ich keins? So. Die Spannung, steigt. Hier, probier mal bitte einmal beißen. Wie sieht's innen aus? Marzipan mit Nougat. Ah, ist nichts für dich, ne? Ah, ist genau das Gegenteil. Ja? Also, sehr lecker. Sehr lecker, sehr süß, ja, wie gesagt, aber die Konsistenz ist so cremig. Die Marzipan-Rohmasse, die da drin verwendet wird, die ist qualitativ sehr hochwertig, das merkst du sofort. Da ist wenig Zuckeranteil drin, sondern eher die Masse an sich selber. Der Kakaoanteil an sich ist auch sehr groß, hoch, das merkst du auch im Geschmack. Und die Konsistenz, wie das schmilzt im Mund, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also es stimmt, dass das kein Vergleich ist zu den Supermärkten und es ist richtig lecker. Ja, jetzt befinden wir uns am Residenzplatz und hinter uns der Dom, das Herzstück Salzburgs. Bevor wir aber zum Dom reingehen, seht ihr den Residenzbrunnen? Leider, leider ist er zugebaut. Natürlich muss man ihn schützen, aber sehr traurig für uns, dass wir ihn nicht sehen und auch damit euch nicht zeigen können. Wir hatten uns wirklich sehr, sehr darüber gefreut. Übrigens ist Salzburg die Stadt der Kirchen. Hier gibt es nämlich 50 Stück, ganz genau für 150.000 Einwohner. Und das entspricht der Kirchendichte wie in Rom in Italien. Ist der Wahnsinn. Und jetzt würde ich sagen, wollen wir uns den Dom von innen angucken. Kommt mit. So, und am Eingang des Doms befinden sich erstmal die drei Tore und jeweils unter den Toren stehen drei Zahlen. Diese Zahlen stehen für die Jahre der Einweihung der Kirche. Nämlich, sie wurde das erste Mal im Jahr 774 eingeweiht. Dann gab es mehrere Brände und Zerstörungen. Und dann wurde sie im Jahre 1628 nochmal eingeweiht. Und natürlich der Zweite Weltkrieg. Leider, leider, leider. Aber dann im Jahre 1959 wurde sie das letzte Mal und aktuell wieder eingeweiht. In der Form, wie wir sie euch gleich zeigen werden. Aber die drei Tore, die stehen nämlich auch für etwas und das sagt uns jetzt Nass. Sie stehen nämlich für Hoffnung, Liebe und Glaube. Und wir nehmen natürlich das Tor der Liebe. Der Liebe. Übrigens ist das die größte.
Ja, jetzt mussten wir leider den Dom verlassen. Am liebsten wäre ich noch länger drin geblieben. Einfach nur überwältigend schön. Ich war schon in so, ja, vielen Kirchen. Aber ich muss sagen, es ist eins der schönsten Kirchen, die ich je gesehen habe. Die Lichtverhältnisse, die ganzen Fresken an den mein Decken. Gott, wirklich mit allem. Und es erzählt so viel. Die ganzen Wandmalereien, die erzählen so viel. Das ist der Wahnsinn. Es ist sehr hell gehalten alles. Das finde ich ja gerade schön. Halt weiß, aber mit den ganzen Farbpracht, sage ich mal. Nicht sehr dunkel gehalten, einfach nur wunderschön. Kommt und seht es euch selber an. Und der Taufbecken da. Genau, da wurde übrigens sogar Mozart getauft. Ja? Ist euch da was aufgefallen? Und zwar, in der Romanik hat man sehr, sehr gerne Löwen dargestellt, obwohl sie gar keine Löwen kannten. Daher kommt es, glaube ich, dass die Löwen die Gesichter eher eines Menschen hatten. Ja, nach dem Residenzplatz sind wir jetzt auf dem Domplatz und hier steht die Mariensäule. Sie wurde im 18. Jahrhundert erbaut, aus Marmor und Blei und sieht auch wirklich spektakulär aus. Hier kann man aber wenigstens reingucken. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Natürlich ist Schutz sehr wichtig, sollte auch geschützt werden, aber man kann immer noch was sehen und ich finde das sehr, sehr schön. Ja. Schade, dass sie den Brunnen am Residenzplatz komplett mit Holz abgedeckt haben. Genauso wie die Zwerge beim Zwergelgarten. Ja. Aber die müssen halt im Winter geschützt werden, damit die halt die nächsten 300, 400, 500 Jahre auch noch überstehen und die Generationen nach uns das genauso betrachten können. Aber ganz ehrlich, Salzburg hat einen Hauch von Italien. Ja. Es sind auch sehr, sehr viele italienische Künstler hier gewesen. Das sieht man auch. Genau. Aber wunderschön. Und was es mit der goldenen Kugel hinter mir auf sich hat, das weiß eigentlich so gut wie keiner. Keine Ahnung, was der Künstler sich dabei gedacht hat. Es ist noch ein Mann oben auf der Kugel zu sehen, ein bronzener Gestalt. Ja. Manche sagen, es soll eine Mozartkugel darstellen. Manche sagen, es ist einfach moderne Kunst. Ich halte nicht so viel davon, moderne Kunst hin, moderne Kunst her. Aber es ist auf jeden Fall ein Objekt, was man in Salzburg zumindest sehen sollte. Ja, nach der goldenen Kugel geht es jetzt hoch auf die Festung und wir nehmen natürlich die Festungsbahn. Also mit der Festungsbahn. Warum sitzen wir nicht in der Bahn? Warum? Weil ich nicht einsehe, 28 Euro für eine Hin- und Rückfahrt zu bezahlen mit der Bahn. Man kann nämlich nicht Tickets nur für die Bahn kaufen, sondern da ist die Festung mit dabei. Aber ich habe keine Zeit und keine Lust, mir die Festung von innen anzuschauen. Genau. Deswegen... Also. Wir wollten euch von oben die Aussicht zeigen und der Tarek tut so einiges für euch, das wisst ihr ja. Mit der Salzburg-Card wäre das halt alles auch nicht drin gewesen. Aber mein Gott, das Wetter ist schön. Ja, genau. Ich habe gesagt, warum nicht? Ich hatte sowieso Lust, ein paar Kalorien zu verbrennen. Und deswegen laufen wir jetzt hoch. Ja, genau. Und die Aussicht ist gratis und unbezahlbar. Genau. Zugleich. Es ist geschafft. Wir sind jetzt hier oben an der Festung angekommen und hier direkt am Tor gibt es schon einen Ticketschalter. Und falls ihr nicht vorhabt, hier reinzugehen, erspart euch den Weg. Und bevor ich diese Frau gleich umbringe, ja, und das letzte Video von uns läuft gerade. Ich dachte nämlich, es gibt noch ein Gelände klar. Um die Festung herum, sodass man wenigstens da halt ein bisschen verweilen kann, sich das Ganze anschauen. Wenn ich in die Festung rein will, außerdem... No. Ja, dreimal dürft ihr raten, warum sich die ganzen Touristen hier tummeln. Hier gibt es wenigstens als Entschädigung für alle, wie wir, die hier hochgelaufen sind, eine vernünftige Aussicht. Und ich dränge mich jetzt natürlich vor, voll auf die Kölsche Acht hier. Sorry, excuse me. So, und so sieht das aus. Salzburg von oben. Na, hast du gesehen? Gut. Jetzt können wir runter. Jetzt können wir wieder runter. Ja.
Yummy, yummy, yummy. Jetzt ist der Moment gekommen. Seit gestern möchte ich das essen. Und zwar sind das die Salzburger Nockeln. Ja. Normalerweise sind das 3 Stück. Und das wäre dann, könnt ihr euch vorstellen, wie groß. Deswegen bestellt, wenn es möglich ist, immer nur eine. Und das ist wirklich eine Riesenportion, Leute. So, und jetzt schaut mal. Oh mein Gott. Probieren. Es riecht noch nach Vanille. Heiß? Ja, nicht heiß. Sehr süß. Lecker. Ja? Aber süß. Mittlerweile ist es dunkel geworden draußen, einige Zeit vergangen. Wir haben schon gegessen. Und sogar zum Mittag gegessen. Das wollen wir euch natürlich nicht verheimlichen, aber da haben wir keine Videos von gemacht. Genau. Es gab Tomatensuppe und Pizza. Ne? Wieder vom Italiener. Gestern, Fellini. Genau. Super geiler Laden, Leute. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Aber jetzt waren wir hier bei Sternbräu in der Sternpassage. In der Sternpassage. Hier heißen alle Läden in der Sternpassage irgendetwas mit Stern. Ja, können wir euch aber wärmstens empfehlen. Es war so voll, dass wir erst etwas warten mussten. Und dafür wurde das Essen, wo wir da waren, in 15 Minuten serviert. Aber eins muss ich sagen, Leute. Die waren super schnell, nicht nur schnell, sondern alle Kellner, Mitarbeiter, egal wo du reingehst, selten so viel freundliches Personal erlebt. Ja. Wirklich. Ausnahmslos. Ja, egal ob im Cafeteria, Bäckerei, hier im Restaurant, die sind alle so freundlich. Ja. Ja. Also Wahnsinn, das sind wir in Köln gar nicht gewöhnt, ne, sowas. Also wirklich. Aber was gab es denn zum Essen? Wir haben natürlich original Wiener Schnitzel probiert, genau. Aus Kalbsfleisch. Und selten so einen leckeren Schnitzel gegessen, ja. Wo die Panade so frisch war. Ja. Und du hast es einfach gemerkt. Das ist super professionell, nicht? Und Tarek hatte Kartoffelgratin. Wir haben uns das alles geteilt, muss ich sagen. Genau. Und war auch lecker. Die waren auch richtig lecker. Ne? Wirklich. Absolut. Super, super lecker. Mhm. Ja, jetzt kommt Salzburger Nockel. Nockerl. Zu süß. Zu süß. Also irgendwie, je älter wir werden, ja. Desto weniger Zucker und Süße verträgt unsere Zunge irgendwie. Aber die Mozartkugeln verdrückst du, ne? Nein, aber die war wirklich zu süß. Ja. Also war lecker, war nicht schlecht, aber nebenan am Tisch haben 4 Leute 1 bestellt. War auch gut ja, so. Ja. Einfach mal zu probieren, ja, aber es ist die Portion ist zu groß. Zu groß. Es ist einfach zu viel. Ja. Ne? Also ihr müsst, wenn ihr euch das bestellt, erstens sehr groß und zweitens sehr süß. Also denkt dran. Ja. War nicht schlecht. War nicht schlecht. Und wir haben noch geshoppt. Ja. Nas hat ihr Geburtstagsgeschenk bekommen, denn 13. März ist ihr Geburtstag. Genau. Was gab's denn? Ich habe eine schicke Brille. Eine Sonnenbrille? Eine schicke Sonnenbrille, genau. Okay. Wer weiß, vielleicht kann ich die in Wien tragen, wenn die Sonne scheint. Oder Montag zum Geburtstag. Wer weiß. Oder jetzt. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Aschke. Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Wo hast du uns jetzt diesmal hingebracht? Wir sind im Schloss Hellbrunn. Winterpause, es ist alles zu. Ist nicht schlimm, wir haben eh keine Zeit. Wir gehen nämlich gleich zu unserem Community-Treffen in Salzburg. Ja, genau. Wir hatten ja einen Post gemacht letzten Monat und da haben sich einige angemeldet. Wir freuen uns riesig drauf. Hier ist Tote Hose, aber... Das ist das Schloss Hellbrunn. Ab April oder so finden hier Wasserspiele statt. Genau, ne? Also für Familien mit Kindern super, super interessant. Hier gibt es auch einen Parkplatz. Die ersten 2 Stunden kosten 2 €. Richtig. Ne? Aber wir wollten uns trotzdem mal ganz kurz den Park anschauen und dann geht's schon weiter. Genau.
So, meine Lieben, wir sind jetzt hier angekommen bei Salzburg, Asfinag Golling Ost Rastplatz. Mein Auto hatte nur noch 18% und ich habe ihn jetzt hier angeschlossen. Nee, sorry, 15% hat er nur noch drauf, ja. Wir gehen gleich zu unseren Gästen, aber ich will sehen, was er hier so zieht. Jetzt geht die Ladeleistung hoch. 20. Als wir in Salzburg angekommen sind, habe ich ihn ja 2 Tage in der Tiefgarage stehen lassen mit 31%. Das hat mir vollkommen gereicht. Deswegen war das jetzt kein Thema, weil von unserem Hotel bis hierhin waren es ja nur 30 Kilometer. Aber die Säule hier will nicht mehr wie... Ah doch, hier. Hier tut sich was jetzt. 102. kW. 120. Ah ja. Wir lassen ihn mal laden. Er hat sich ja gut bewiesen. Aber schaut mal da, meine Lieben. Hallo. Hallo. Wer ist das? Wolfgang. Wolfgang. Schön, dass du da bist. Hallo, ich bin Michi. Hallo. Wer? Michi. Michi, Michaela. Schön, dass ihr da seid. Hier, meine Lieben, schaut mal. Einen Riesendank nochmal, auch in eurem Namen, an die Community, an die restliche Community, die heute erschienen ist. Nochmal einen Dank. Sag mal bitte hallo kurz. Hallo. Für die Community. Hi. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Freut mich. Na, auch hallo. Hallo. So. Hallöchen. Oh, was gibt's denn hier Leckeres hier? Ich habe hier Marmeladentaschen. Ich darf jetzt wieder Zucker essen. Oh mein Gott. Für jeden. Du darfst nicht, du hast Diät. Dankeschön. Vielen Dank. Mm. Ist von der Schwiegermama. Wie heißt du? Michaela, wir haben gestern geschrieben. Ach, Michaela, Michi. Schön. Danke, dass du da bist. Liebe Schwiegermama von Michi, vielen Dank. Schmeckt wunderbar übrigens. Hallöchen. Und da sind wir wieder in der Tiefgarage. Ja, mittlerweile nach 18.30 Uhr sowas um den Dreh. Genau, knapp 19 Uhr. Wir waren über 6 Stunden da. Ja, aber wir haben nicht gemerkt, wie die Zeit verflogen ist. Es war sehr, sehr nett. Wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ihr seid echt die Besten. Jeder einzelne von euch, der da war. Teilweise über 600 Kilometer auf sich zu aufgenommen, um mit uns hier zu quatschen bei dem Wetter. Wir wissen das wirklich sehr, sehr zu schätzen. Ja. Und auch die Community-Mitglieder untereinander haben das auch heute nochmal bestätigt und gesagt, mein Gott, ihr habt wirklich eine der besten Communities überhaupt. Ja, wir tun Erfahrungen miteinander austauschen, Tipps, Infos, alles miteinander. Ja. Man lernt sich untereinander kennen. Wirklich. Also wirklich auch, ey, geil, uns freut das einfach. Nochmal einen herzlichen Dank hier aus dem Herzen, ja. Eine kurze Anmerkung, Entschuldigung. Am liebsten würden wir mit jedem Einzelgespräche machen, zu jedem hingehen. Wenn die Gespräche zu kurz kamen, tut uns das wirklich leid. Wir sind keine Profis, wir lassen uns da einfach dem Geschehnissen geben, treiben und wirklich tut uns leid, falls wir jetzt nicht für jeden so viel Zeit hatten. So viel Zeit hatten, aber das wir haben unser Bestes kommt gegeben. Einfach auf uns zu. Genau, einfach auf uns zukommen, aber nochmal, danke, danke, danke. So, Teil 1 geht hiermit zu Ende, ja. Ihr abonniert bitte den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, denn morgen geht's nach Hallstatt. Und nach Hallstatt, nach Vienna. Richtig. Da wird auch Wiener Schnitzel gegessen vom Kalb, nochmal richtig original. Ne? Und ja, hoffentlich seid ihr beim zweiten Teil wieder dabei. Wir sagen erstmal danke und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Teil. Ciao.